Ein neues Video, meine Lieben, ein neues Interview zum Thema prominent getrennt. Michelle ist an meiner Seite und wenn ihr euch jetzt fragt, so, hä, ihr habt doch schon mal gesprochen, das stimmt. Wir hatten tatsächlich vor geraumer Zeit ein Interview, wo Michelle so ein bisschen erzählt hat, was aktuell alles passiert ist. Und damals war es ja so, dass wir nicht wirklich auf prominent getrennt eingehen konnten, weil zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, gerade nur ein oder zwei Folgen ausgestrahlt. Ihr wollt natürlich auch nicht spoilern. Und deswegen habe ich gedacht, wir sprechen heute jetzt nochmal sehr detailliert, besser gesagt, über prominent getrennt, dass man vielleicht auch einfach so ein bisschen deine Entscheidungen und deine Gedanken einordnen kann, weil ich irgendwie auch oft das Gefühl hatte, was man den Leuten vielleicht auch nicht verübeln kann, dass sie bestimmte Momente im Hier und Jetzt gar nicht mehr einordnen können mit dem, was bei prominent getrennt war, weil ja eine, wie man schon sagen kann, enorme Zeit dazwischen war. Also, um das mal für euch aufzuklären, wir haben sehr prominent getrennt gedreht. So ungefähr Mitte, Ende November bis in den Dezember rein. Genau, so Ne? Und war das es, ist ja. natürlich, ja, da ist viel Zeit vergangen. Da ist viel passiert, vor allen Dingen, Es ja. ist sehr viel passiert. Stand heute, das finde ich auch mal wichtig aus meiner Perspektive zu erwähnen, Mike und du, ihr seid immer noch getrennt. Ja, Und also wir haben auch keinen Kontakt seit mehreren Monaten und das ist immer noch der Stand. Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, wie du das natürlich heute siehst. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, du hast jetzt über diesen ganzen Ausstrahlungszeitraum, wie wir alle, super viele neue Dinge erfahren. Die fasse ich mal ganz kurz zusammen. Zum Beispiel, dass es mehrere Frauen gab, auch während dieser prominent getrennt Zeit, von der du nichts wusstest. Die Janice zum Beispiel hat ja dann zu Hause quasi auf ihn gewartet, die ich in meinem Interview hatte. Das sind alles Sachen, die du nicht wusstest. Das heißt, du hast dich für prominent getrennt entschieden, mit dem einzigen Wissen, dass es diesen Vorfall mit Ariel gab. Und jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum du dieses Format überhaupt gemacht hast, weil es ja eigentlich so für den Außenstehenden schon so tausend Gründe gab, dass man sagt, Finger weg davon. Also ich verstehe die Argumentation von vielen oder die Frage, die sie sich stellen, warum ich überhaupt da teilgenommen habe. Vor allen Dingen die erste Folge, da geht es ja schon richtig zur Sache. Da habe ich mich auch sehr, sehr stark gewundert. Das hat mich sehr wütend gemacht und sehr verletzt, als ich die Folge gesehen habe. Da habe ich mir selber auch die Frage gestellt. Und da wusste ich noch gar nichts. Ja? Da war das halt auch, dass dann ab diesem Zeitpunkt ja dann vieles ans Tageslicht gekommen ist. Wann wurde die erste Folge ausgestrahlt? Das war, glaube ich, Mitte März, Ja, oder? aber was war denn die Motivation, sagen wir mal, als du den Vertrag unterschrieben hast? Ich Ja. habe den Eindruck gehabt, dass du vielleicht noch mal, auch noch mal eine Chance in der Beziehung siehst. Also es waren viele Gründe. Erstmal ist das Geld natürlich sehr attraktiv, muss man sagen. Dann auch, wir sind ja mit der Einstellung dahingegangen, ich zumindest, und ich habe ja auch das Feedback bekommen, wir zeigen mal, was wir so, wie wir an uns gearbeitet haben, dass wir halt auch ein Team sein können, obwohl wir nicht zusammen sind. Und ich habe dann auch zu Mike gesagt, zeig doch mal deine Seite, deine komödiantische Seite, deine entspannte Seite, das hast du doch. Und er hat dann halt auch immer gesagt, ja, ich mache das schon und so und wir sind ein Team und zeigen denen das allen mal. Und da habe ich mich sicher gefühlt. Da habe ich einfach gesagt, okay, wir da wohl hinkriegen oder werden wir hinkriegen. Und mit dieser Einstellung bin ich da hingegangen. Aber auch mit dem Gedanken, wir gucken mal, ob danach noch mal was entstehen könnte, vielleicht. Ich war mir sehr unsicher. Ich muss ehrlich gestehen, für mich war es in der Vergangenheit auch immer so, ich hatte ein, zwei Beziehungen, da sind die Herren mir fremdgegangen und da habe ich direkt einen Cut gemacht. Das ist für mich auch meine Einstellung, der Grund aber, warum ich überlegt habe, ja, ob ich Mike noch mal eine Chance gebe, weil wir verheiratet waren. Okay. Ja, noch sind. Vergesse ich immer, danke, dass du es immer erwähnst, vergesse ich wirklich immer. Ja. Ja, vergisst du das Weiß echt? gar nicht warum, habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, ja. Ja, das wissen einige auch gar Ist nicht. ja auch deine So erste Ehe, ne? ist meine erste Ehe und ich komme halt noch aus so einer, ja, so einer ganz klassischen, altmodernen Familie, wo das halt immer so war, dass man mit dem Partner zusammenbleibt. Also scheiden gab es da nicht so. Das war überhaupt nicht redenswert. Man hat immer gekämpft. So. Aber naja, es gibt ja Finde halt ich auch aber Grenzen. gut. Ja, es ist gut, auf Also jeden Fall, aber es gibt Grenzen. Und die voll. Grenzen sind bei mir halt das Fremdgehen. Und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich halt sagte, ja, es war einmal, aber ich habe von Mike halt auch das Gefühl vermittelt bekommen, dass es, ja,
auch bei dem geblieben ist und dass es ja halt da auch eine große Krise war und so weiter. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich denke auf jeden Fall schon mal drüber nach. Aber ich war mir sehr, sehr unsicher in der ganzen Zeit. Ich war sehr im Konflikt, weil alleine schon mit dem Gedanken, oh Gott, der ist mir fremd gegangen. Wer es einmal tut, der macht es immer wieder. Mhm. Da bin ich auch gebrandmarkt, ja. Und ja. Was ich auch im Nachhinein bestätigt habe. Ja. Aber weißt du, was mich nochmal interessiert, wenn du darüber sprechen möchtest, weil du es auch gerade angesprochen hast. Also erstmal natürlich, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie sagt, das ist schön, wenn man um eine Beziehung oder um eine Ehe kämpft, so unterschreibe ich das zu 100%. Ich glaube, heute sind wir uns alle, die hier gerade zuschauen, so geschlossen einig, dass es bei euch nichts gebracht hätte, darum zu kämpfen. Wie war denn das früher? Also, weißt du, die Leute, was ich mich auch mal gefragt habe, man hat euch im Sommerhaus gesehen und das war ja nun unglaublich toxisch. Muss ich dir jetzt nicht erzählen, wir haben da Interviews drüber geführt, etc. Aber das war ja vorher mal anders, oder? Du meinst, bevor ihr ins Sommerhaus gegangen seid? Du wirst ja nicht jemanden geheiratet haben, mit dem du eine Beziehung geführt hast, die wir so im Sommerhaus gesehen haben. Schau mal, wir haben uns ja in der Corona-Zeit kennengelernt. Und da war es so, wir hatten ja überhaupt keine sozialen Kontakte. Mhm. Wir waren zusammen, 24/7, rosarote Brille auf und haben nur zusammen interagiert. Das war mit die schönste Zeit, die man sich vorstellen kann. Wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen sind zusammen eingeschlafen, zusammen aufgewacht, sind, wenn dann nur als Familie, zu den Spielplätzen gegangen. Das war für mich so eine heile Welt. Da habe ich gesagt, ich konnte es für immer so lieben. Und da habe ich ja auch nichts mitgekriegt, irgendwie Interaktion mit anderen oder irgendwie, dass er mit anderen Kontakt hat und so weiter. Das war unsere heile Welt. Und da habe ich gesagt, habe ich mir so gutgläubig irgendwie zurechtgelegt, Mensch, wenn man das packt, dann packt man alles, wenn man 24/7 zusammen ist. Nein, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, wow, du kannst diesen Menschen zwar sehr intensiv auf eine Art und Weise kennenlernen, aber nicht zu 100%. Verstehst du? Ich finde es aber gerade total wichtig, auch nochmal in diesem ganzen Kontext, dass du uns eigentlich gerade sagst, dass es vorher komplett anders war. Das heißt, das, was wir im Sommerhaus gesehen haben, und das war ja quasi der Auslöser für ganz viele Menschen, die dann gesagt haben, wie kann die überhaupt mit so jemandem zusammen sein? Das ist sehr, sehr gut, dass ich habe da ja immer wie so ein Reh gesessen, ne? Ja. Ich habe da oft mit wie so ein Reh gesessen, weil ich es nicht fassen konnte. Mhm. Ich habe auch zu ihm gesagt, irgendwann auch mal mittendrin und als wir da rausgegangen sind, ernsthaft, war das dein Ernst? Ich habe hier einen komplett andere Menschen gesehen. Was war los mit dir? Also ich habe es natürlich auch im Format schon mal gesagt. Wir haben uns da auch derbe mal gestritten. Mhm. Kann nicht alles gezeigt werden. Ne? Und dann sind wir da raus, als wir dann in dem Auto saßen. Ich habe den angeguckt und habe gesagt, das kann nicht dein Ernst gewesen sein. Also ich musste das auch teilweise da erstmal realisieren. Ne? Weil ich dachte immer, bin ich jetzt hier im falschen Film? Was geht denn hier jetzt ab? Das war aber auch, was ich vorhin gesagt habe, die Interaktion mit anderen. Ich weiß nicht, ob er da so dann einfach anders agiert. Ich kann jetzt im Nachhinein sagen, wenn du mit einem Mann zusammen bist, du musst ihn auf alle Facetten kennenlernen, in Interaktion mit anderen, die Familie und so weiter. Und sonst weißt du gar nichts von ihm, ne? Muss man halt einfach sagen. Also das bedeutet, jetzt komm, du merkst, wir sind ja oft in Kontakt, aber auch da setzen sich jetzt in diesem Gespräch gerade für mich nochmal Puzzleteile zusammen. Also bedeutet, du hast die heile Welt mit ihm und deiner Familie gehabt, alles war schön. Dann kommt dieses Sommerhaus. Wir alle denken, die Situation, die wir dort erlebt haben, war bei euch zu Hause auch schon der Fall, war aber nie so. Du dachtest dir so, okay, wer weiß, was jetzt hier gerade ist. Ja. Ausnahmesituation, whatever. Dann habt ihr natürlich auch diese unfassbare Kritik bekommen. Ich glaube, das schweißt natürlich auch zusammen, weil du ja wahrscheinlich auch so dachtest, so hey, das war jetzt eine Ausnahmesituation. Ich möchte eigentlich das Leben wie vorher mit ihm zurückhaben. Und du hast wahrscheinlich deswegen dran geglaubt. Und ihr seid ja auch in eine Therapie gegangen. Ich habe teilweise mir echt versucht einzureden, dass das von ihm einfach eine übertriebene Rolle war. Dass er da auch irgendwo abliefern wollte oder so. Aber das kann man nicht zu 100% sagen. Also man kann sich ja nicht 24/7 verstellen in einem Format. Ja. Ich glaube, es sind schon sehr viele Anteile dabei gewesen, wo man sagen kann, ja, das war schon der Mike. Natürlich ein bisschen übertrieben, man weiß halt schon, er liefert gerne ab und so weiter, hat er auch immer wieder betont. Und deshalb war das so ein Mix davon. Und ich habe mir das auch immer versucht einzureden. Was ich noch hinzufügen möchte, wir hatten natürlich in der Corona-Zeit auch mit manchen Freunden, über die wir uns kennengelernt haben, Kontakt. Das hatte mir ausgereicht für dieses Gefühl jetzt. Ne? Das war mir auch noch wichtig zu sagen, weil klar,
Ich weiß, es ist zu gutgläubig, sollte man auch nicht machen. Deshalb sage ich das jetzt auch ganz klar. Aber nach dem Sommerhaus, stimmt, da sind wir auch in Therapie gegangen oder zumindest wollten es über eine lange Zeit machen. Es ging auch lange gut. Da war auch wirklich eine Phase, wo ich dachte, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir über dem Berg. Das klappt. Und da habe ich auch nicht im Leben dran gedacht, dass der links und rechts über eine andere nachdenkt oder irgendwas im Schilde führt, um wie es dann sich im Nachhinein herausgestellt hat, ja, Was sagst du nur, weil du gerade mal gegen mich zu dieses verwenden. Frauenthema angesprochen hast? Er hat ja mal, nicht, dass ich jetzt hier so eine Rechtfertigungssituation herstellen will, aber ich kann es ja trotzdem einfach mal reinwerfen. Er hat ja immer gesagt, dass er ja in dieser angeblichen Zeit, wo er sich die anderen Frauen gesucht hat, von dir, ich sag jetzt mal, emotional betrogen wurde. Damit konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Also ich meine, wenn du jetzt als Beispiel mit dem Vater deiner Kinder schreibst, da ist, also das ist halt so. Das ist der Vater deiner Kinder, das kann man ja jetzt nicht erwähnen, aber. Ja, also ich habe wirklich auch einen Aufruf gestartet und warte halt auch immer noch da drauf. Es hat sich ein Freund gemeldet, das ist aber mein bester Freund, der hat dann auch Scherz gesagt, ja, wir haben doch geschrieben. Davon wusste Mike aber auch zum Beispiel. Also du weißt ja mittlerweile, Rechtfertigung mache ich gar nicht mehr. Also Nö, aber man ich kann ja war, mal fragen, ja, klar. so. Also ich habe mich auch sehr gewundert, muss ich sagen, wie er darauf gekommen ist. Wir haben tatsächlich ja oft darüber geredet. Ne? Ich war ja eine Zeit lang mal ein bisschen in Instagram aktiv und da gibt es so Gruppen an Weihnachten. Da war zum Beispiel die Sandra auch mit dabei, Sincora. Da haben wir uns gegenseitig so ein bisschen versucht zu unterstützen in Form von Gewinnspielen und so weiter. Weil wenn du über Instagram dein Geld verdienst, bist du unter einem enormen Druck. Und da ist es immer gut, wenn du als Supporter hast. Kennst du ja auch Ja, über ey. YouTube und so weiter. Das ist genial, Ja, das ne? ist auch kein Thema, um Ja. Gottes Willen. Und dann hast du dann natürlich auch mal einen Typen, den du dann auch mal ein Like gibst oder so. Oder keine Ahnung, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ein Herzchen verteilt habe, weil ich war da ohne Witz sehr bedacht, weil ich wusste, mag er nicht. Dann habe ich das, ne? Vielleicht war, einmal weiß ich noch, den Namen nenne ich nicht. Es gibt ja italienische Namen, sage ich nur. Die sind ja wie Michelle im Französischen, ne? Und es gibt einen, nenne ich jetzt nicht, im Italienischen, da könnt ihr ja mal raten, der genauso ist. Deutsch, also nicht deutsch, weiblich und männlich. Und da vielleicht habe ich das mal gemacht, aber mal ganz ehrlich, wenn also eine emotionale Beziehung, daran hätte ich mich erinnert. Da hätte ich mich an irgendeinen Namen etc. erinnert oder vielleicht auch ein Treffen absolviert. Nichts ist passiert. Also ich konnte mich weder an einen Namen erinnern, noch irgendwie so einen Austausch. Und das hat mich schon echt irritiert, auch bei dem Gespräch bei Folge 7. Das hat mich so wütend gemacht, dass ich mir gedacht habe, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, das, nee. Und deswegen bin ich auch von 0 auf 100 eingestiegen in die Situation. Du bist ja generell in die Sendung prominent getrennt gegangen als eine Ja. andere Michelle. Ne? Du hast gerade so beschrieben, deswegen fand ich das auch so wichtig, dass du das mit dem Ja. Sommerhaus nochmal angesprochen haben beide, weil du hast gesagt, da saß ich oft wie so ein scheues Reh da und habe so geguckt. Und wenn ich jetzt an die Michelle von prominent getrennt denke, du warst auf Grenzen ziehen, auf auch, ich würde auch sagen, so ein bisschen Konfrontation insofern, dass du sofort gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter, selbstbewusst aufgetreten bist und auch Scherze natürlich über Dinge gemacht hast, wo du weißt, dass sie dem anderen nicht gefallen, um natürlich auch zu zeigen, so, hey, das bin ich, du hast mir nichts zu sagen, was ja auch legitim ist. Ja. War das auch so ein Ding, wo du sagtest, so, ey, ich muss jetzt in dieses Format, also wenn ich schon in dieses Format gehe, möchte ich diese andere Persönlichkeit von mir zeigen? Also, ich bin da reingegangen mit einfach der Motivation zu zeigen, wer ich wirklich bin. Also, es war 1, eins ich, wirklich. Es ist so, wir im Sauerland, wir haben halt so einen bestimmten Humor und der ist halt so. So bin ich da reingegangen. Ja, so lebe ich auch mit meiner Familie. Da wird immer Tacheles gesprochen. Da wird auch nicht so alles, was du sagst, auf die Goldschale gelegt. Ja, mir ist auch aufgefallen, was ich da teilweise für Sprüche gekloppt habe. Vor allen Dingen, wenn ich in der Wut war. Das ist so das, was bei uns in der Familie auch ist. Wir erfinden da manchmal so Sachen und lachen uns tot darüber. So bin ich aufgewachsen. Oder mit den Grenzen setzen, gut, dass du es ansprichst. Der Beginn eigentlich unserer richtigen Krise in der Ehe war, als ich ganz klar für verstanden habe, aufgrund auch der Therapien oder der Coach-Geschichten und so weiter. Ne? Ich habe ja wirklich hart an mir gearbeitet, weil mir gewisse Sachen ich auch bei mir optimieren wollte. War es für mich ganz klar, dass ich herausgefunden habe,
ich möchte Grenzen setzen, auch für mich, dass ich mehr bei mir sein kann. Und ich habe gemerkt, dass das aber auch für eine Beziehung erstmal eine unangenehme oder eine Wandlung sein kann, wenn das, wenn man das halt im Endeffekt nicht respektiert. Ja? Und weil ich wurde, das weiß ich noch ganz genau, bei Prominent getrennt gefragt. Und da habe ich das ganz genauso auch gesagt, dass da der Beginn war unserer richtigen Krise. Ab dem Beginn, wo ich gesagt habe, Grenze möchte ich nicht mehr, ich äußere mich und jetzt ist nicht mehr die rosarote Brille. Das ist so meine Meinung und fertig. Für mich einstehen und nicht mehr so dieses, ja, okay, nee, klar. Weil das die Phase hatte ich, wo ich sehr verliebt war. Und das möchte ich nie wieder haben. Wirklich, Ramon, ich stehe ganz, heute Morgen noch, bin ich wirklich aufgestanden, habe gesagt, weil ich denke sehr viel drüber nach. Auch immer wenn ich mich da, morgens fertig mache, ja. Da besonders, immer im Bad. Da fangen die Gedanken morgen, immer morgens auch. Ich bin so ein Mensch, morgens fangen die Gedanken oft an. Und sage ich mir, ich will es nie wieder haben, dass wenn ich verliebt bin oder liebe, dass ich mich da so verliere. Ich möchte das ganz klar immer bei mir sein, weil das ist das Wichtige. Du verlierst dich, also ich bin so, wenn du dich verliebst, merke ich dann immer schon, ich verliere mich so und bin dann so auf Wolke 7. Und das ist der Zeitpunkt, wo man nicht mehr bei sich ist oder ich nicht mehr bei mir war. Und das möchte ich nie wieder haben. Ich glaube, um dir mal die Angst für das zu nehmen, was in der Zukunft kommt, ich glaube, dass wir alle dieses Gefühl kennen, wenn man so frisch verliebt ist und dann wie diese rosarote Brille sich so ein bisschen verliert. Ich glaube, dass das total okay ist und dass es auch ein schönes Gefühl ist und auch ein legitimes Gefühl ist. Es ist nur dann gefährlich, wenn du jemanden hast, der das quasi für sich instrumentalisiert. Und du wirst bestimmt, du weißt, worauf ich anspiele, auch in dieser ganzen Krise sicherlich mal Momente gehabt haben, wo du die Nerven verloren hast, wo du emotional instabil warst. Ja, besonders nach dem Sommerhaus, ja. Weil, du musst dir vorstellen, da war so eine Zeit, wo so viele Sachen auf einen eingeprasselt sind. Aus verschiedenen Ebenen. Und da gab es eine Phase, wo ich die Familie so zusammenhalten wollte. Das habe ich ja auch in Folge 7 gesagt. Und ich habe mich damit sehr, also ich hatte, das war echt eine Challenge, ne? Weil ich hatte auch natürlich sehr viele Ängste. Dadurch entsteht eine Überforderung, weil ich nicht wusste, was passiert mit mir existenziell. Ich habe eine Familie zu versorgen. Ich muss schauen, was macht das alles mit allem? Und dann auch, da war ja auch noch, es war einfach alles sehr viel. Und wenn du an so Grenzen stößt, dann bist du schneller mal in so einer emotionalen Phase. Also wo du auch schneller auf 180. Wo du auch explodierst. Voll. Und das war so ein Punkt. Es ist bei mir so gewesen, dass ich es dann gespürt habe, aber dann auch direkt gesagt habe, das mag ich nicht an mir. Es ist unangenehm. Es ist nicht häufig gewesen, aber die Abstände waren so 2-3 Wochen, manchmal 4. Und da habe ich gesagt, nee, das finde ich ätzend an mir und bin dann aber auch in die Bearbeitung gegangen. Weil ich hatte ja zu der Zeit eine regelmäßige also Mentorin, die mich da wirklich begleitet hat, wo ich sehr viel verarbeitet habe. Und es war ein Weg, weil wenn du das, der beste Weg ist, wenn du das an dir selber nicht magst, wenn du so auf 180 gehst und das erkennst und dann kannst du daran arbeiten. Wenn du es nicht erkennst, dann kannst du nicht dran arbeiten. Und das Erkennen ist immer das Wichtigste, um dann für sich zu verbessern. Ich mochte das nicht an mir und deshalb habe ich es gemacht, also für mich verarbeitet. Dieses Erkennen ist ja auch ein wichtiges Thema, wenn du jetzt als Beispiel heute diese Prominent getrennt Folgen guckst. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir alle erinnern uns an diese Szene mit Max, wo er gefragt hat, ob er dich, du hattest ja auch schon bei Instagram was gesagt, ob er dich dir den Kuss geben kann und du hast es eigentlich auch witzig erwidert. Und dann hat sich ja quasi Mike dann eingemischt. Und dann kippte das ja so ein bisschen. Ja. Wie würdest du heute sagen, wie hast du das damals empfunden und wie empfindest du das heute, wenn du auch nochmal die Szenen siehst? Du kannst also eine bessere Beobachtung einer Situation gibt es ja eigentlich gar nicht. Und ich weiß, dass das für dich unangenehm war. Wir hatten ja schon vorher drüber gesprochen. Ja. Also als ich das gesehen habe, habe ich mich in Grund und Boden geschämt. Das sagt ja. Das habe ich so übernommen vom Boris, kann ich jetzt alles Grund und Boden geschehen. Es war so krass. Ich hatte so Respekt vor dieser Folge, weil ich mich in dieser Situation so schlecht gefühlt habe. Ich war an diesem Abend, nachdem das alles passiert ist, so
durch den Wind. Und dieses Gefühl wusste ich, da war ein Fehler. Das konnte ich mitnehmen. Welches Gefühl? Ja, pass auf. Verstreut. Ich war verstreut. Ich so, was habe ich denn jetzt hier überhaupt gemacht? Mhm. Pass auf. Wir klamüsern das dann mal. Ja, sagt man das so? Ich glaube. Wir wissen, was keine Ahnung, wir wissen, was skizzieren sozusagen. Ja, ich weiß so. Wir klamüsern das mal auseinander. Coole Situation, war eigentlich voll lustig. Tommy, Max saßen auf der Bank da oder Couch. Auf einmal aus dem Nichts kam Max an und meint so, lass uns mal knutschen. Mhm. Ich muss dazu sagen, zu meiner Verteidigung, ich hatte mit Max nicht so die Verbindung. Deshalb war ich schon verwundert, warum er das sagt. Aber irgendwie dachte ich mir, war der erste Impuls eigentlich ganz cool. Guck ihn da doch mal an, so, Dankeschön für die Blumen, so, ne? Fand ich cool. Und dann, warum auch nicht? Ja, voll. Also easy halt, ja. Easy, bin ich auch. Also ich würde auch, ganz ehrlich, kann da gut mit umgehen. Also, will jetzt nicht überheblich klingen, aber es sprechen mich schon so 20 bis 30-Jährige schon an. Die sind dann immer total pikiert. So, da traue ich mir gar nicht mein Alter zu sagen. Sag, ist nicht so wichtig so, ne? Ist nicht so wichtig. Nein, Spaß. Und dann hatte Max dann aber nochmal rübergerufen zu den anderen und so, hä, guck mal hier. Hä. Ich habe das aber nicht mitgekriegt, dass Mike dann auch da sitzt. Und habe ich sein Gesicht gesehen und dachte mir, ach du Scheiße, nicht gut. Nicht, dass diese Situation eskaliert. Mhm. Und dann war da noch ganz viel anderes, konnte aber auch nicht alles gezeigt werden. Und dann saßen wir aber hinten im Kämmerlein. Und Mike und du. Richtig. Mhm. Und das war sehr lange. Das war, glaube ich, eine Stunde. Okay. Haben wir da rumgefightet und rumdiskutiert. Man hat ja nur ein bisschen davon gesehen. Und dann bin ich aufgrund dieser Stunde, ja, wenn man auf dich einspricht und so, aber ich lasse ja auch auf mich einreden, bin ich voll in so eine Unsicherheit gekommen. Und da ging es um einen Punkt, der mich voll getroffen hat, was eine Schwäche von mir ist, dass ich sage, okay, da ist jetzt eine Unsicherheit da. Hat er das jetzt wirklich ernst gemeint oder wollte er mich vorführen? Weil das waren so, und Wert erkennen, das macht man doch nicht. So, das waren so diese Ansagen von Mike. Und dann, anstatt zu sagen, nein, das war mein Impuls, ist doch egal, Mama, bin ich auf ihn eingegangen, weil ich mich verloren habe und ihn verstanden habe, irgendwo, dass er ja vorgeführt wurde, obwohl wir eigentlich nicht zusammen sind. Ja, weißt du, aber wiederum, ich habe schon die Einstellung, wenn der Ex-Partner da ist, und das habe ich auch immer zu Luisa gesagt oder zu Sarah, weil ich habe mich ja cool mit denen so verstanden, auf lockerer Ebene mit den Jungs, also vor allen Dingen mit Nico, habe ich immer zu Sarah gesagt, selbst wenn wir uns mal hier kumpelmäßig umarmen oder so, will ich erst fragen, ist das für dich okay? Weil es ist sonst eine Art Respektlosigkeit. Ich bin noch aus der alten Schule. Mhm. Und das hat mich dann in dieser Situation zum Wankelmüden gebracht. Verstehst du? Ich denke dann, ich bin dann zu Kopf belastet und denke dann so nach, verliere mich dann, versuche mich dann zu sehr in die Person hineinzuversetzen. Und das ist aber falsch. Nein, bleib bei dir. Du fandst es nicht schlimm. Es war lustig. Keiner ist sauer. Sarah, also, ne, nicht? Aber ja, Mike war sauer und das hat mich dann gekillt. Ich hätte jetzt, ich habe es ganz bewusst vorher nicht gesagt, weil ich wollte erstmal deinen Standpunkt, nicht, dass die Leute dann sagen, ich manipuliere. Verstehst du das? Verstehst du es? Ich hätte, also für mich war das eine Manipulation. Ihm hat es nicht gefallen, er mochte deinen Standpunkt nicht und hat versucht, dich rumzudrehen, indem er mit bestimmten, erkennt dich ja, indem er mit bestimmten Argumenten kommt, wo er weiß, da bist du eher auf wackeligen Beinen. Das hat ja auch funktioniert. Ja. Weil im Nachhinein hast du ja gesagt, also jetzt bei Instagram und so, hast du ja auch gesagt, und jetzt eigentlich auch, dass, wie du dich umgedreht hast, dass es ein Fehler war. Und du hast dich auch bei Max entschuldigt. Richtig, genau. Also, unsichere Menschen lassen sich schneller manipulieren. Mhm. Und deshalb kann ich wirklich nur, das ist so wichtig, dass man, ich weiß nicht, wie ich das noch anders erklären soll. Ich finde, du hast es ganz gut erklärt. Ja, aber bei sich sein sagt das alles. Es ist vielleicht auch mal wichtig zu spüren, wenn man sich verliert. Und zwar, da gibt es so Sachen wie, man ist dann viel mehr beim Kopf, kriegt Kopfschmerzen, man ist, weißt du, die Atmung ist anders oder so. Das habe ich nämlich gelernt. Weißt du, ich merke das immer hier mit so einem Kopfdruck. Mhm. Und dann hat mir nämlich so ein Trainer gesagt, versuch an dein Sakral zu denken. Versuch dich, ist wirklich so, das merkst du auch, nur eine Übung für, das merkst du, dass du dann wieder mehr bei dir ist und auch mit der Atmung. Das ist nicht so einfach, wirklich. Ich glaube, das Problem, wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die Situation eingehen, nur aus meiner Perspektive, Leute können ja mal mitkommentieren. Weißt du, was, glaube ich, das Problem ist? Wenn jetzt die ganze Situation auch im heutigen Stand nicht so krass wäre, wie sie ist, dann könnte man ja sagen, pass auf, dein Ex-Partner sagt, du, ich will irgendwie noch was von dir, ich habe Gefühle für dich, ich würde es jetzt nicht so cool finden, wenn du ihn küsst und wenn du dann irgendwie sagst, ja, okay, kann ich nachvollziehen, mache ich nicht,
Das wäre okay. Aber so war es ja nicht. Es wurde ja gedreht, dass es quasi respektlos dir gegenüber war. So habe ich es nicht empfunden. So, ja, ihm gegenüber kann er für sich sprechen. Und das finde ich so schwierig, weil es geht ja gar nicht darum, dass man in einer Beziehung sich nicht hinsetzen kann und zu dem anderen sagen, du pass auf, ich habe das Gefühl, du gehst hier gerade ein bisschen zu weit. Oder weißt du, was ich meine? Das sind ja legitime Punkte. Die Frage ist ja nur, welche Motivation ist dahinter? Und wenn du dir jetzt diese Folgen anguckst, in diesen ganzen Interviewsituationen oder wenn wir auch an diese Spielsituation mit diesen Kugeln denken, ist bei mir der Eindruck entstanden, dass es in diesem Format eigentlich gar nicht darum geht, dass man zeigt, wie ihr gut als Team agieren könnt, sondern für mich war die Wahrnehmung, es geht darum, dich bloßzustellen, um zu zeigen, die Michelle ist eigentlich gar nicht so eine Nette. Hast du das vor Ort auch so empfunden, so wie das jetzt ausgestrahlt wurde? Das war so hart. Ja, ab dem Zeitpunkt, als ich eine Unsicherheit bei Sandra, Nico und Tommy festgestellt habe tatsächlich, noch bevor die mit mir gesprochen haben, das fing an, ja, ich glaube so in der Mitte der Sendung, vielleicht schon ein bisschen eher, weil ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und intuitiv und ich achte sehr auf Blicke. Ich bin so eine Augenfetischistin und ich habe das lange Zeit vorher schon gemerkt. Hab dann auch versucht, Sandra das so zum Beispiel ein bisschen zu analysieren. Und irgendwann war ich so dankbar, dass sie mich darauf angesprochen hat. Und dann gab es eine Kehrtwendung, weil ich hasse es, wenn man über mich hinterm Rücken lästert. Ich hasse es auf den Tod, wirklich. Und deshalb, Mike hat es ja nie vor mir gesagt. Also da gab es ja Sachen, die ich da gehört habe, gerade auch in Folge 1. Also jetzt eine Ausstrahlung jetzt. Ja, die habe ich noch nie gehört. Und das hat mich so sauer gemacht. Vielleicht wirkt es auf den einen oder anderen wegen den Klamotten erstmal als völlig harmlos, weil das ja der Grund war, warum ich dann so im Streitgespräch bei Mike war. Nein, es waren mehrere Sachen, die sich dann angehäuft hatten. Und das hat mich so wütend gemacht. Und dann habe ich gemerkt, da stimmt was nicht. Habe ich wirklich gemerkt, willst du mich hier eigentlich vorführen? Was ist das hier überhaupt? Aber was dann krass war, die Gruppe hat uns, wie bei dem Spiel, wie man es da auch gesehen hat, immer versucht, so ein bisschen zusammenzubringen wieder. Weil die halt gesagt haben, ihr seid verheiratet, komm, ich weiß nicht, ob man es sehen wird oder ob man es gesehen hat. Wir haben da auch getanzt auf den Tischen und so weiter. Ich glaube, das wurde nicht gezeigt. Wurde nicht gezeigt, okay. Aber die Gruppe hat immer gesagt, ihr gehört zusammen, ihr seid so toll und so weiter. Und dann dachte ich wieder, dann zwitschte das immer so. Dann dachte ich so, hoffentlich verirrst du dich da halt auch nicht. Also er hat es ja dann auch nicht bei allen gemacht, denke ich. Aber dann in der Box, das kam ja dann ganz klar das heißt, zur Geltung. Die Szenen, die du jetzt gesehen hast, sind ja wahrscheinlich, also so krass hast du dir wahrscheinlich gar nicht vorgestellt, Nein, oder? Furchtbar. Ich bin schockiert, immer noch, nach wie vor. Schockiert. Weil ich wollte jetzt auch gerade fragen, also es gab ja diese Aussprache. Ja. Ich will die gar nicht so krass analysieren, weil aus meiner Perspektive war das eigentlich alles nur so, du bist schuld, weil du bist, wegen dir ist er fremdgegangen. Also das ist ja das Gleiche, worüber wir auch die letzten Monate geredet haben. Ich fand es auch gut so für dich, dass du da deine Grenzen gezogen hast und aufgestanden bist. Aber weißt du, was ich mich dann gefragt habe? Das hast du eigentlich gerade wahrscheinlich erklärt. Ich habe mich gefragt, was ist danach passiert, dass ihr seid ja schon wieder näher zusammengerückt. Du bist auch wieder eher mit auf seine Position gegangen. Ihr wart dann ja auch ich will jetzt nicht sagen, ein super starkes Team bei Spielen, aber irgendwie auch schon. Das hat ja dann gegen Ende auch ein bisschen harmoniert, auch wenn es zwar trotzdem die schwächste Leistung war, aber ist ja egal, das wusstet ihr nicht. Was ist genau passiert nochmal, dass ihr dann wieder nach der Aussprache aneinandergerückt seid? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar hast du im Haus immer den Druck, dass du ein Spiel gewinnen musst, weil sonst fliegst du raus. Und das war jetzt einfach eine Challenge, wo du gewinnen musst, weil sonst kannst du dich schön verabschieden. Und du bist da unter einem enormen Druck und du weißt halt einfach, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, dann verkackst du einfach im Spiel. Das war uns immer bewusst und da haben wir auch immer sehr drüber geredet, die anderen Paare auch. Das ist der Kampf da drin, der ja eigentlich auch die Herausforderung ist. Das macht ja dieses Format auch so interessant. Es gab aber auch so Momente, wie ich gerade erklärt habe von außen, die immer gesagt haben, Mensch und hier und da. Oder es gab auch immer Zeitspannen dazwischen, ne? Das ist es auch wieder. Also du siehst ja da halt auch immer alles geschnitten und dann gab es dann halt auch mal wieder Gespräche oder wo man dann doch zusammen
gegessen hat oder so. Das war so eine Entwicklung. Und eigentlich waren wir immer da, weil wir, also von meiner Seite aus war es, wo ich eine Entwicklung sehen wollte. Ich weiß nicht, ob man es dann noch sieht, aber ich wollte immer wieder für mich sagen, okay, wir haben jetzt dieses und dieses Problem bei dem Spiel gehabt, lass uns doch dran arbeiten und beim nächsten Mal das bitte anders lösen. Und das war so meine Motivation. Und man wird es dann vielleicht, ich will nicht spoilern, noch irgendwie dann besser verstehen, keine Ahnung. Ich ja. weiß jetzt nein, nein, nicht. Nein, nein, du musst ja auch nicht, nein, um Gottes Willen. Ich will nicht spoilern, deshalb. Aber ganz ehrlich, ich muss ganz klar sagen, ich wusste zu dem Zeitpunkt halt einfach nicht, was in dieser Ehe eigentlich abgelaufen ist. Und deshalb war ich immer noch, zwar noch im Konflikt, wie ich es vorhin gesagt habe, aber ich dachte, Mensch, wenn wir jetzt schon mal hier sind, die anderen sehen uns ja irgendwie auch so positiv zusammen. Es gab ja auch viele schöne Momente. Mike hat zum Beispiel ganz viel da gekocht. Der hat diese Gruppe echt so, der kam gut an. Er hat nur im Hintergrund dann halt extrem in den O-Tönen dann erzählt. Aber er kam da schon okay an bei vielen. Also da gab es... Wer hat ja nicht so lange, genau, so lange dabei gewesen. Ne? Da gab es wenig Konflikte. Es gab zwar mit dem einen oder anderen mal einen Konflikt, aber weniger als im Sommerhaus. Und es gab, wir hatten wirklich auch viel Spaß alle. Echt jetzt? Ohne ihn jetzt in den Himmel loben zu wollen, aber ich habe ja auch mal gesagt, und das gehört ja nun auch trotzdem zu dieser Medaille dazu, wenn ich mich daran erinnere, wie wir zum Beispiel zusammen auf diesem CSD-Truck waren und so. Das war ja ein schöner Tag. Genau. Wir hatten viel Spaß alle miteinander. Und Mike hatte das für uns alle organisiert. Er hat dort Musik gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, dass zwischen euch an dem Tag eine schöne Harmonie war. Ne? Das ist ja dieses Problem auch bei toxischen Beziehungen, dass es ja auch diese Momente gibt. Und dann kommst du immer von diesem Hoch ins Tief. Ja. Und dann freust du dich wieder, weil du weißt, danach kommt wieder das Hoch. Und so schnell kommt aber irgendwie auch dieses Tief. Und das ist ja eigentlich das Problem in solchen Beziehungen. Ja, das, das ist mein... Also das ist ja das... Die Definition. Ja, aber das ist manchmal auch erst nach 3 Wochen so. Ja. Und deshalb, ja, da bist du da in deiner Phase, ne, alles super. Und denkst so, Du bist immer in das so kriegst du noch hin, denkst du bist dir. Bist du irgendwann mal an den Punkt gekommen, an dem du jetzt schon gekommen bist, wo du gesagt hast, Feierabend. Wie war denn das auch, wie war denn der Kuss für dich? War der bedeutungslos, weil es eh nur in dem Spiel war? Ach, das war im Spiel, das hat sich auch gar nicht so richtig nach, es war verkrampft. Also das war jetzt nicht so... ich hatte ein bisschen, muss man sagen, ein bisschen Wein getrunken und da war ich dann schon so, war cool, witzig, so. Ich habe eher, ich werde es nie vergessen, wie Lukas mich da angeguckt hat. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Alle haben mich da irgendwie, die waren alle so, die Köpfe in einer Reihe, haben alle so gelacht. Es war so witzig und das habe ich eher noch vor meinen Augen, dass die alle sich so amüsiert haben und gefreut haben, dass sie uns überredet haben, so. Als es dann für euch vorbei war, mit welchem emotionalen Gefühl bist du raus? Also hast du gedacht, okay, wir probieren das jetzt nochmal? Mir ging es gar nicht gut, als wir rausgegangen sind. Ich war so leer, ich war so kaputt. Ich weiß es nicht warum. Ich kann es dir jetzt nur so sagen. Wahrscheinlich, weil man mehr unterbewusst aufnimmt, als man glaubt. Ich war so kaputt. Ich war traurig, ich war aber wiederum dankbar für die schöne Zeit mit den anderen. Und ich hatte gar nicht so wirklich, kann ich hier gar nicht beantworten, dass ich sagen konnte, ja, das wird wieder. Ich war unsicher. Seid ihr noch geblieben oder seid ihr direkt nach Hause geflogen? Oder? Nee, wir waren noch so lange da, bis die anderen ausgeschieden sind, weil es war tatsächlich nur noch ein Tag. Okay. Ja. Das heißt, ihr seid dann und dann, aber war der Vibe, die Stimmung zwischen euch? War gut. War gut. Also das muss ich sagen, der war gut, der Vibe. Das war eigentlich der beste Vibe einen Tag später in unserer ganzen fortlaufenden Zeit dann noch danach. Also es war der einzige Zeitpunkt, wo wir uns richtig gut verstanden haben nochmal. Ich glaube, weil da auch ziemlich viel Druck abgefallen ist, man in einer schönen Umgebung war, es war ein nettes Hotel und so weiter. Was hat das denn so ein Gefühl, was diese Performance betrifft? Also du kamst ja aus dem Sommerhaus raus und hättest dir ja wahrscheinlich nicht so im Detail ausmalen können, was über dich hereinbricht. Jetzt bist du wieder in so einem ähnlichen Format. Hattest du dieses Mal ein ganz gutes Gefühl?
Das kann man, also ich finde, das kann man nie so wirklich Nee. sagen, weil ich wusste nur, ich war da zu 100% ich, habe in allen Situationen mein Herz ausgeschüttet, meine Facetten gezeigt, voll aus dem Herz so raus. Und ich dachte mir, wow, könnte sehr polarisieren, weil ich wusste ja, ich habe ziemlich rausgehauen. Und es gab auch noch viele andere Situationen, wo ich ziemlich rausgehauen habe. Da dachte ich nur so, wow, könnte unangenehm werden. Aber im Endeffekt wusste ich auch, ich habe so viel Spaß gehabt. Nur man weiß ja nie, was gezeigt wird, Ja. ne? Und dann ist natürlich eine Unsicherheit da oder ein Respekt Total. davor vor der Verstehe Ausstrahlung. ich. Und ja, aber als ich Folge 1 gesehen habe, dachte ich so, ja, so war das auch. So einen Spaß hatte ich. Und das fand ich so schön zu sehen wiederum. Wie ging das dann danach immer so ein bisschen? Ich will nochmal verstehen, was passiert ist, dass ihr nochmal versucht habt, miteinander Ja. anzubandeln, weil das war ja auch so ein bisschen mal so ein Vorwurf, den er dir gegenüber geäußert hat. Also, wir wissen, du hast Weihnachten ohne ihn verbracht. Und das ist ja dann jetzt aus meiner Perspektive schon so ein Statement, dass man sagt, okay, nee, das Ja. möchte ich jetzt nicht. Dann war er ja bei dieser anderen Frau. Dann habt ihr irgendwann im Januar wieder angefangen, euch anzubandeln, weil ihr wart dann im Februar auf diesem Join-Event. Ja, es war so eine Phase, die war sehr auf der Kippe. Also eigentlich war es immer so, dass man sagte, wir müssen es irgendwie noch mal handeln, weil ganz aufgeben können wir nicht. Das war von beiden so die Einstellung. Aber wiederum bei mir diese Unsicherheit, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch mal kann. Dann war aber klar, es findet eine räumliche Trennung statt. Und in diesem Monat war ganz klar, also war der Umzug ja auch. Und wir hatten ja Gespräche auch mit Coaches, die gesagt haben, das kann eine Chance sein. Ja, guck's dir wenigstens mal an. Aber ich weiß noch genau, dass ich dann bei einem Telefonat weinend irgendwie unsicher im Bad stand, wieder im Bad und gesagt habe, ey, ich kann nicht mehr, ich will einfach auch nicht mehr. Es ist mir zu viel. Und dann endete dieses Gespräch mit, wenn du es nicht ausprobiert hast, dann kannst du nie wirklich abschließen. Und dann habe ich gesagt, weil du bist noch nicht so weit emotional. Da habe Also ich du meinst gesagt, jetzt ja, basierend auf dieser räumlichen Trennung, ob es darum geht, richtig, ja. genau. Wenn man nie gewusst hätte, ja, lernt man sich dann noch mal anders kennen, begegnet man sich dann anders, ist man dann noch mal auf einer anderen Ebene menschlich gesehen, mit Abstand und so Voll. weiter. Aber Das hat für mich Sinn ergeben, das vielleicht mal auszuprobieren. Weil wenn du es nie ausprobierst, dann weißt du ja nicht, da Das hast du immer stimmt. dieses hätte, wenn, aber. Und das wollte ich nicht, hätte, Nein, wenn, verstehe ich. aber. Ja, und dann, Kamen die anderen Sachen. Wie war denn das mit dem Vertrauen? Also, wir wissen ja jetzt in der Zeit, in der ihr das nochmal so ein bisschen versucht habt, gab es Ariel und vorher gab es diese Janice. Hättest du damit gerechnet, dass es noch andere Frauen parallel gibt? Oder warst du dir relativ sicher, da ist eine nichts? Frau spürt das. Ja? Rückblickend gesehen habe ich genau zu den richtigen Zeitpunkten das richtige Gefühl gehabt, auch in der Schweiz. Es ist nur so, dass ich mag keine übertriebene Eifersucht an mir. Und dann habe ich mich auch immer dagegen gewehrt. Das heißt, ich habe gesagt, ich habe ihn auch ganz oft angeschaut, ich habe gesagt, ich kriege eher, also ohne dass ich was tue, ich gebe dir Brief und Siegel, die Wahrheit wird immer ans Licht kommen, ohne dass ich was mache. Weil das ist für mich, ich gehe da total ins Vertrauen. Und das hat mich dann immer so entlastet, nicht so hinterher zu forschen oder was, weil ich finde das ganz schlimm. Ich will so nicht leben, weil mich das Aber sehr ja, aber du. einspannt. Und dann habe ich immer wieder losgelassen, so, ob du es dann sein lassen, weil es kamen natürlich so Sachen wie, ich gehe jetzt schlafen, war dann auffällig. Weil warum sagst du es mir jetzt so? Sonst warst du ja auch immer erreichbar. Und dann macht es so Klick. Aber ich habe es schnell wieder losgelassen. Aber rückblickend gesehen, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich ein komisches Gefühl hatte, war es so. Und ich habe es auch manchmal auch gesagt, ich glaube, der war dann total überrascht. Also ich habe sogar, ey, das war so krass, Ramon, bevor ich das mit der Gruppe erfahren habe bei Telegram, und ich habe sie ja nicht gegründet, ich wurde ja da eingeladen, es war alles Zufall, habe ich zu ihm gesagt, ich weiß, dass du zwei, drei hast. Einfach Aus so. Spaß Ja, einfach nur. einfach Und du guck so. mal, dass wie reagiert. Ja. Und da war der ganz nervös. Und dann habe ich das wirklich ein paar Tage später erfahren. Das war irre. Ich habe das quasi ausgesprochen, was ich gespürt habe. So, ja. Eine Frau weiß das. Ich habe es ihm auch mal im Sommer bei Prominent getrennt gesagt. Da lag ich in der Badewanne. Weiß ich ganz genau. Intuition. Es ist so.
bei allen, wenn, ne, das, da kann man sich, und das nehme ich wirklich aus dieser Beziehung raus. Du kannst dich, also ich kann mich hundertprozentig auf meine Intuition verlassen. Und das ist eine Kraft, eine Stärke und eine eigene Sicherheit, die ich haben kann. Finde ich gut. Wie war denn das dann? Also der letzte Kontakt, ich will da nochmal drauf eingehen, weil er das ja auch immer, er hat ja auch nochmal so, ne, immer dieser, damit endet ja das auch, weil das quasi die prominent getrennt Ausstrahlung anfing und er ja auch immer nochmal so vorwurfsvoll gesagt hat, ja, du hast ja mit mir noch die erste Folge bei mir gemeinsam angeguckt, du warst da sogar einen ganzen Abend über, dann kann es ja alles nicht so schlimm gewesen sein. Das war ja gleichzeitig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, diesen Abend gab es, aber das war auch der letzte Abend. Danach habt ihr euch eigentlich nie wieder gesehen. Also jedenfalls nicht mehr, außer mal zufällig, als er da an der, dich draußen mit dem Auto zufällig mal gesehen hat, wie er es schildert. Das war der letzte Abend, ja? Was hat dich denn dann so... Also er sagt ja, ihr habt diesen Abend verbracht, ihr habt das geguckt und am nächsten Tag warst du wie ausgewechselt. Also es war so, ich weiß noch genau, wo wir standen, am Balkon. Und da habe ich mir selber laut die Frage gestellt, habe ihn angeschaut, habe gesagt, warum bin ich hier überhaupt? Weil ich weiß ja, was passiert ist und ich kann mir selber nicht erklären, warum ich hier bin. Habe aber gesagt, pass auf, ich habe direkt die Antwort für dich. Ich möchte, dass wir uns friedvoll trennen. Es wird nie wieder ein Zurück geben. Hast du wirklich so gesagt? Ja, das habe ich zu ihm gesagt. Und dir auch eingehalten, wie wir heute sehen. Ja, und ich habe zu ihm gesagt, ich möchte dich irgendwo verstehen, obwohl es für mich gerade überhaupt keinen Sinn ergibt, warum ich dich verstehen will. Das habe ich sogar gesagt. Ich habe auch zu ihm gesagt, und das ist das, finde ich, nicht korrekte auch von ihm. Ich habe zu ihm gesagt, verwendest du das jetzt gegen mich, ja, dass ich hier bin, dann wäre das echt übel von dir. Weil ich bin hier, nicht um dir irgendwie Hoffnung zu machen, sondern wir sind verheiratet, waren verheiratet. Und das, was ich mir für uns wünsche, dass wir in Frieden auseinandergehen. Und ist halt auch wieder zu gut, glaube ich, die Kiste. Ja? Letzte, was hat dich so gut geklappt? Mit Frieden auseinandergehen. Auseinandergehen hat geklappt. Ja, das hat geklappt, da bin ich auch sehr dankbar. Und Auslöser war, das glaube ich, dass du diesen Cut gemacht hast danach? Ich kann dir direkt den Auslöser sagen, warum ich so wütend war. Ja. Nö, ich habe die Folge gesehen, war schockiert, war erstmal sprachlos. Ich habe es ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, wow, also geht für mich irgendwie gar nicht. Ich muss das verarbeiten. Ist krass. Und dann war ich noch bei ihm. Er wollte mit mir ein YouTube-Video aufnehmen. Hat er mal erwähnt, ja. Das habe ich dann gemacht. Ach, das hast du gemacht, ja? Ja, aber der Ton ging nicht. Das war das letzte Mal, als wir uns gesehen haben. Der Ton ging nicht. Warum und deswegen, was sollte die Message von diesem YouTube-Video sein? Ich sollte die erste Folge kommentieren. Und mir so ein bisschen da... Okay. Wollte ich, so wie ich es dann auch gemacht habe. Genau. Ja, okay. Und dann bin ich aus dieser Haustür rausgegangen. Und danach hat er ein Video gemacht. Und dann hat er gesagt, dass ich gelogen hätte öfter mal in der Ehe, nachdem ich da rausgegangen bin. Und das hat mich so verletzt und so getriggert, dass ich gesagt habe, das kann man auch nachlesen bei ihm bei WhatsApp, habe ich gesagt, pass auf, das hat mich so jetzt verärgert, dass du solche Behauptungen aufstellst und gegen mich fightest, nachdem wir solche Gespräche hatten, dass wir in Frieden auseinandergehen wollen. Und dieses ständige über mich schlecht reden, das hat mich so an den Wahnsinn getrieben. Und das wollte ich, das war für mich eine klare Grenze. Ich wollte nicht mehr, wenn wir jetzt aus Respekt wenigstens auseinandergehen, dass er dann noch Sachen über mich negativ vom Stapel lässt. Da war für mich eine Grenze erreicht. Auch wahrscheinlich resultierend aus der ersten Folge. Da ist mir einfach die Hutschnur geplatzt. Da habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Was erzählst du da? Du erzählst solche Sachen, die nicht nachvollziehbar sind. Irgendwie was von... Da ging es um eine Situation, da werde ich richtig sauer, merkst du, ne? Da ging es um eine Situation, an die ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Ganz zu Anfang unserer Beziehung. Irgendwie total absurd, die geklärt war. Und dann sagt er, aber ich hasse Lügen. Es gibt manchmal vielleicht Sachen, die nimmt verschiedene Wahrnehmungen, die man hat. Ne? Total. Gebe ich auch zu. Das ist ja normal. Also, ja. Wir beide können dieselbe Situation anders wahrnehmen. Genau. Und dadurch, dass diese Situation geklärt war, aber er das dann so gesagt, ich hätte gelogen, da habe ich gesagt, das ist nicht korrekt. Und gerade wenn man mich der Lüge bezichtigt, das weiß jeder von mir. Jeder, der mich sehr, du weißt es auch. Der weiß, da gehe ich auf die Barrikaden, weil ich hasse es, wirklich. Und wenn ich mal irgendwie vielleicht was falsch wiedergegeben habe, dann stehe ich dafür gerade. Und das war wirklich der Zeitpunkt, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir einfach.
Genau, und dann fing ja alles, dann kam ja eins aufeinander, dann habe ich dann auch erfahren, da, die ganzen anderen Sachen. Und das war irre, weil ab diesem Zeitpunkt ging es dann zur Sache. Wie geht's jetzt heute damit? Also ich meine, du bist jetzt schon lange getrennt. Ich glaube, wir alle wissen, auch wenn es manche Leute sich draußen nicht vorstellen können, aber ich kann es mir vorstellen. Weg zurück, ausgeschlossen? Ausgeschlossen, also da gibt es überhaupt keine Frage mehr. Ja, überhaupt nicht mehr. Es ist für mich ganz klar, das, was passiert ist, insgesamt nicht die Fremdgeherei an sich. Da hätte ich, weißt du, hätte ich noch gesagt, komm, musst du wissen, ich finde es echt übelst, aber machen wir trotzdem im Frieden. Ja, komm, oder wenigstens so auf Abstand, aber respektvoll einfach mal auseinandergehen. Das ist schon zu viel eigentlich nach den Verletzungen, muss man sagen. Ne? Aber dieses, was da passiert ist mit seinen ganzen Videos gegen mich, war ich sprachlos, so sprachlos, dass ich da auch nichts zu sage, weil ich das auch hinter mich lasse. Weil es sagt, finde ich, schon sehr viel über einen Menschen aus, wenn man so viel negativ persönliches preisgibt, da will ich gar nicht mehr gegenwirken. Also ich stelle mir natürlich selber immer die Frage, ey, was wäre denn gewesen, wenn ich mal ausgepackt hätte? Aber weißt du was? Ich stehe da drüber und denke mir, was ist das für ein Armutszeugnis, seine Frau, die man geliebt hat, so zu demontieren? Und da habe ich keine Fragen mehr zu. Auch das Umfeld vor allen Dingen, du weißt. Und denke ich mir, so, da habe ich so einen Stolz, dass ich mir gar nicht mehr die Frage stelle, mit ihm überhaupt noch mal ein Wort zu wechseln. Weil ich würde das mit niemand anderen tun, der mich so behandelt. Der ist für mich nicht mehr vorhanden. Und das habe ich, so bin ich immer verfahren. Ist auch, glaube ich, voll legitim. Ich habe es auch gesagt, wenn es jetzt nochmal, also ich sage es jetzt, damit du es nicht sagen musst, aber wir alle wissen es ja, also wenn als Beispiel schwache Momente von dir heimlich aufgenommen werden, ja, wo du gerade in einer schwachen Situation bist und diese Momente werden ja in einer Situation, wo du ja eigentlich dachtest, die Beziehung ist irgendwie noch einigermaßen okay oder hat doch eine Chance, wenn man das aufnimmt, um das irgendwann mal gegen einen zu verwenden, was ja passiert ist, ich finde, dann muss man eigentlich über gar nichts mehr sprechen. Ja, das war der entscheidende Punkt, danke. Also, das ist der entscheidende Punkt. Und das war ja schon vorher, weil du wusstest ja vorher schon, wenn man jetzt nochmal, das eine ist die Tonaufnahme von vor ein paar Wochen, das andere ist ja die Videoaufnahme mit dem Handy. Also auch das war dir ja schon bewusst, dass es diese Aufnahme gibt. Das sind ja alles so Sachen, wo ich sage so, hä? Ich weiß nicht, ich habe das noch nie bei irgendwie jemandem gemacht. Also warum auch? Wenn ich mit jemandem happy bin, wenn ich mit jemandem zusammen sein möchte oder so, dann denke ich doch nicht darüber nach, oh, kann ich jetzt irgendwas aufnehmen, um das irgendwann gegen die Person zu verwenden? Ja, vor allen Dingen noch, wenn du denkst, das ist alles in Ordnung. Na, ja. Also das war ja so in der Mitte unserer Ehe, denke ich ganz häufig noch drüber nach. Wenn ich noch drüber nachdenke, ich wirklich über die Situation nach. Weil ich mir echt überlege. Du hast es auch nicht gemerkt, oder? Nee. Nö. Wie geht's dir heute? Also ich meine, du bist ja jetzt Single, dein Leben ist anders, er ist nicht mehr in deinem Leben, es ist jetzt ein ganz anderes Leben. Er ist natürlich noch präsent, eben weil die Sendung gerade lief, weil wir gerade darüber sprechen und sicherlich, weil es auch im Hintergrund Sachen laufen, die noch geklärt werden müssen. Mhm. Aber wie geht's dir jetzt heute, ich sag jetzt mal, mit diesem neuen Leben? Eine Sache wollte ich noch, sage ich ja auch gleich. Eine Sache, die mir immer so noch im Kopf bleibt, ist, weil ich weiß ganz genau, wie von seiner Seite auch oft gesagt wurde, du bist so eine Übermutter, du bist so extrem, du bist so auf dein, fixiert. Kümmere dich doch auch mal um dich selbst. Mhm. Und das ist mir noch so im Kopf geblieben. Und dann so eine Aufnahme, das fand ich schon echt hart, weißt du? Weil das ja dann wirklich wieder so ein Umkehren ist. Deshalb habe ich nie darüber nachgedacht, weißt du? Mhm. Und deshalb, weil ich mir das immer wieder vor Augen halte, denke ich jetzt so darüber nach, dass ich so befreit bin, weil ich werde A nicht mehr aufgenommen, weil ich hätte damit jetzt überhaupt nicht mehr leben können. Das ist so ein Vertrauensmissbrauch, absolut. So krass. Mhm. Das ist auch was, worüber ich sehr häufig noch dachte, was so tief ist, was so eine Verletzung darstellt für mich. Nicht nur die Persönlichkeitsrechte, sondern überhaupt, das ist eine Missachtung gegenüber einer Person, ja. Das wird man ja noch nicht mal mit einem Fremden auf der Straße machen, da wird man sich überlegen, stelle ich das ins Netz, ja. Mhm. So, ne, weil es halt einfach
Ja, Es weiß ist auch schon, eine ist. Ja, Straftat. es ist Davon mal einfach so eine nicht nur, dass es Straftat. moralisch auch Ja. verwerflich ist, sondern es ist auch eine Straftat, um es einfach mal ganz klar zu benennen. Ja, Ja, ja. genau. Und jetzt geht es mir so, dass ich jeden Tag wirklich, auch wenn ich mal nicht geschlafen habe, aufstehe und denke, ey, ich habe es geschafft. Ich bin aus dieser Ehe oder Beziehung raus, ohne Schmerzen zu haben, weil ich Angst hatte vor dieser Trennung auch. Deshalb hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert, weil ich es mir nach 4 Jahren, wo man tagtäglich zusammen ist, nicht hätte vorstellen können, da so rauszukommen, auch so schnell. Weil für mich ist das schnell nach so vielen Monaten, weil ich den so geliebt habe. Ich habe Ich, ja nicht ja. umsonst geheiratet, und ich wollte immer nur einmal heiraten. Und das war für mich so, ey, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich da jemals drüber hinwegkommen? Du machst es einfach. Einfach. Es ist nicht einfach. Probier es. Weißt, das möchte ich auch anderen mitgeben. Es ist machbar. Und zwar, wenn man sich auf sich hört und das für sich tut, was einem hilft. Und das waren Freunde, Ja. das waren Weggehen, das waren Sport. Und das ist die erste Zeit so ermüdend. Und man denkt so, boah, ich bin so gelähmt und das ist so schrecklich und alles ist schrecklich. Aber je mehr Zeit vergeht, umso schöner wird's. Es ist Ich glaube, einfach es ist auch so. immer so, weil das, ne, das ist natürlich für Außenstehende immer ganz leicht zu beurteilen. Jeder sagt Ja. immer, ach, die muss doch nur dies, das, jenes Nee, machen. muss sie Weil nicht. so bin ich auch immer oft, ne, gebe Leuten Ratschläge, dann bin ich selber in einer Situation und dann strauche ich aber ordentlich, weil man Ja. ja in der Emotion ist. Und ich kann auch diesen Gedanken nachvollziehen, auch wenn man in so einem toxischen Umfeld ist, so wie du das auch beschrieben hast, und du musst es nicht mehr beschreiben, wir haben es ja alle gesehen, dass man sich ja trotzdem denkt, egal wie krass es gerade ist, man kann sich das Leben ja erstmal trotzdem nicht ohne die andere Person vorstellen. Ja, und das ist der Und, Grund, ne? warum du dich erstmal nicht trennst. Das haben ja Genau. viele so. Ja, und da, Ja. dann sage ich immer, ich glaube, die ganz einfache Erklärung dafür ist, dann ist der Leidensdruck noch nicht groß genug. Genau. Erst wenn der Leidensdruck an einem Punkt ankommt, wo man sagt, es geht nicht mehr, das ist bei manchen nach 4 Jahren, bei manchen ist es sofort, bei manchen kommt es aber erst nach 40 Jahren. Ja, so ist es manchmal. Ich Weil man hoffe, es nicht erkennt, ja, und weil nicht du erkennen aber will nicht auch. erkennen will, und das ist aber auch wichtig, ein Mensch kann viel aushalten, aber diese Grenzen sollte man nicht so hochsetzen, vielleicht wie ich es gemacht habe. Das ist auch noch ein Ding, was ich bearbeiten musste, weil, wie wir es vorhin auch besprochen haben, mich verliere und dann denke ich immer, ich kann noch mehr aus, ach, ich komme noch mehr aus, und ach komm, das geht noch. Nein, viel schneller Grenzen setzen und mehr auf sich selber hören, und die Grenzen besser stecken. Und das kann man lernen, ja, dass man halt einfach seine Werte auch wirklich dann für sich eingesteht mit seinen Werten. Ich bin gespannt, wie das bei dir in Zukunft weitergeht. Ich meine, ich werde es ja nur im privaten Rahmen mitbekommen, weil ich glaube natürlich, und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, so wie das war und so wie das jetzt auch ausgegangen ist mit dieser ganzen, ja, mit diesen ganzen Themen, die aufgeploppt sind, kann ich mir vorstellen, dass du auf eine gewisse Art und Weise den Glauben an Männer und vielleicht auch an die Liebe verloren hast. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube, dass man da erstmal sich so denkt, oh Gott, wie soll ich noch jemanden vertrauen und an mich so richtig ranlassen? Ja, diese Frage habe ich mir natürlich sehr, sehr lange gestellt. Und wenn du dann den einen oder anderen mal so kennenlernst, so oberflächlich, denkst du, ach du schon, nee. Oh. Du bist schon viel schneller so, oh nee, komm, Nee, brauche ich gleich nicht. weg. Oh nee, ist direkt, oh nee, oh, Muster erkannt, tschüss, klar. Aber ich bin mir sicher, dass es auch Männer, Menschen gibt, wo man sagt, sind Herzensmenschen. Ich meine, du hast das ja auch erleben Ich wollte es dürfen. gerade sagen. Ich war an demselben Punkt wie du, wo ich so dachte, oh Gott, Beziehung, Männer, nein. Ja. Und dann kommt jemand Um und die dann Ecke so, passiert ne? das so, wie man sich es nicht hätte vorstellen können. Ich Und hoffe, ich das ist bei dir auch passiert. danke Irgendwann. schön. Danke. Ich glaube, Das ist ein schöner Schluss. ich glaube, jetzt brauchst du erstmal noch ein bisschen Zeit für dich. Ja, Klar. total. Aber ich Ich genieße glaube. das auch. Also ich genieße es. Ich merke das auch, wenn ich so darüber nach. Ich habe immer so ein Grinsen im Gesicht, ne? Dass ich merke das einfach. Ich bin wirklich so dankbar, Ramon. Ohne Witz, dass ich so diese Herzensschwere nicht mehr habe, diese Last, weil die auch, wie ich beschrieben habe, dieser Konflikt immer zu haben, soll ich nochmal, soll ich nicht, ich kann das doch nicht, oh Gott, das war auch eine Belastung. Es war schwer für mich, weißt du? Aber dann so dieses, es ist richtig so, wie es jetzt ist. Das ist einfach richtig so, wie es ist. Und du hast es geschafft. Das ist so befreiend, wirklich. Und
Ja. Schönes Ende. Schönes Ende auch für alle, um das nochmal so zeitlich einzuordnen, weil, ich sage das jetzt einfach so, wie es ist, ja, wahrscheinlich niemand damit gerechnet hätte, dass du dich irgendwann mal lösen kannst. Ja, So. ich verstehe das. Ich verstehe euch Ne? komplett. Wow, Ja. was für eine Reise. Wenn ihr den Weg von Michelle weiterhin verfolgen wollt, dann könnt ihr das gerne bei Instagram machen. Alles ist unten verlinkt und angepinnt. Wir sind jetzt mal sehr gespannt auf euer Feedback und wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Zum Mal. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.